Morgen Simon, danke für diese Möglichkeit, uns vorzustellen. Wir sind Kevin Bäumer, Stein von der Pol. Hallo. Und wir sind Friendmade. Wir sind die neue Online-Kunstplattform, wo alle Kunst kuratiert wird von Künstler selbst und wo deswegen Besucher, Kunstliebhaber garantiert 100% kontemporäre Kunst finden können. Die Idee ist da entstanden, weil ich eigentlich eine Plattform gesucht habe, um mich weiter auszudrücken und das auch gemerkt habe, dass all meine Freunde buchstäblich das auch gesucht haben. Ich habe in Amsterdam ein großes Netzwerk an Illustratoren, Fotografen und die haben das alle gesucht. Ja, und deswegen haben wir gesagt, ja, wir machen das für Freunde, mit Freunde. Also alles, was du bei uns kaufst, ist friend-made. Es ist von Freunden gemacht. Wir haben jetzt letztes Jahr angefangen, ein kleines Netzwerk an Künstlern. Und das sind alles Fotografen, Illustratoren, eigentlich Leute, die die Medien von heute machen. Wir wollen die Möglichkeit bieten, um einen Schritt weiter zu gehen und um deren Arbeit als Kunst zu verkaufen, um echt ohne Grenze zu schaffen, um ja, frei deren Kunst zu schaffen und die zu vertreiben. Und wir helfen die dabei, eigentlich von Schritt A bis Z. Sie sollen Kunst kreieren, dürfen Kunst kreieren. Wir fragen die Kunst zu kreieren. Und genau, wir machen den Rest. Ich bin da der kreative Teil von Friendmade. Bin dann auf der Suche gegangen nach jemand, ja, mit wem das Konzept dann auch tatsächlich Realität werden könnte. Und ja, da kommt der Kevin ins Spiel. Ja, wir haben im Endeffekt auf einem Familienabend, weil wir sind Schwager. Schwiegerbruder, und, ja, wie die Schwiegerbruder. Und es ist so gewesen, er hat mir von dieser Kunstsache erzählt. Ich komme normalerweise aus dem Lebensmittelhandel, bin dort als Vertriebsleiter tätig. Und ist natürlich eine ganz andere Richtung, die man dann hat. Es ist von den Produkten her eine ganz andere Geschichte. Und ich fand die Idee sehr interessant, zu sagen, Künstlern eine Plattform zu bieten, wo sie ihre Produkte, für mich sind nicht immer Produkte, darzustellen und anzubieten. Und dieses Business mit Kunst in einem zu verbinden und zu sagen, okay, wir können den Künstlern ihre Plattform bieten. Und auf der anderen Seite haben wir die Möglichkeit, vertrieblich damit so weit zu arbeiten, in alle möglichen Bereiche, sei es online, sei es im Businessbereich direkt, sei es in verschiedensten Advertising, das ist auch so ein Projekt, das wir haben, wo man die Sachen darstellen kann, wo wir die Leute mitnehmen kann. Und das hat sich entwickelt. Also da waren von den ersten Gesprächen, worum es darum ging, ein Abo-Verkauf zu machen verschiedenste Kunden, die möglich sind. Und wie das so ist, bei ein, zwei Bierchen, man wird kreativer. Und da sind immer mehr Ideen gekommen und da habe ich auch für mich gemerkt, das ist ein Thema, was mich interessiert, wo ich erstmal reinkommen musste, weil die Denkweise von einem Künstler, die ist dann ja auch in unserem Bereich, das sind nicht nur Gründer, sondern auch selber Künstler bei uns, ist eine komplett andere Welt. Die Leute sind sehr, sehr, sehr offen, aber auch in ihrem Bezug zu ihrer Kunst sehr, sehr strikt, wo sie auch sagen, ich möchte meine Kunst nur in dieser Art oder mit dieser Qualität dargeboten bekommen. Und das ist auch ein Denkprozess, den man dann erstmal finden muss, wo man sagt, okay, du hast die Möglichkeiten, den Künstlern was Tolles zu bieten und trotzdem sagen die, Moment, meine Kunst, meine Regeln. Und so sind wir auch auf die Idee gekommen zu sagen, okay, wir müssen freie Grenzen schaffen. Die Künstler, die wir haben, sind im Endeffekt Leute, die bei Facebook, bei Google und sonstigen, also für diese Firmen Projekte begleiten, Designs und einfach auch Ideen entwickeln für diese, was die jetzt vor ein, zwei Jahren zum Beispiel gemacht haben, was jetzt rauskommt, was jetzt aktuell ist. Deswegen sagen wir auch Today Makers, Tomorrow Creators, wo man einfach sieht, unsere Künstler, die Kunst, die jetzt bei uns auf Friendmade zu sehen ist, ist frei geschaffene Kunst von diesen und ist Kunst, deswegen auch zeitgenössisch, die greift wirklich der Zeit teilweise voraus, wo man sagen kann, das, was man bei uns sehen kann, wird höchstwahrscheinlich in ein, zwei Jahren in vielen weiteren Medien zu sehen sein, in vielleicht einer abgewandelten Form. Aber das ist auch unser Ziel zu sagen, die Kunst, die wir haben, die Künstler, die wir haben, die sind wirklich mehr als up to date, können Trends schaffen, deswegen Tomorrow Creators,
Und durch diese Auswahl mit diesen Leuten, die man dann hat, und wenn wir jetzt, wo wir unsere erste Kurationsrunde durch hatten, wo man einfach sieht, welche Künstler wurden ausgewählt, was ist genau, also ich hätte ganz anders entschieden, muss ich sagen. Ja, also wenn das ist heißt ein anders. Sehr interessantes. Ja, man hat wirklich, man sieht verschiedenste Sachen, wie die, worauf die Künstler reagieren, was die wahrnehmen für sich als Kunst. Da ist jeder nochmal anders gestrickt, aber das ganze Konzept insgesamt zeigt einen Grundstil, den Friendman einfach darbieten kann mittlerweile. Weil die Künstler andere Künstler auswählen, siehst du auch den Kunstgeschmack von den Künstlern selbst. Ja, und am Endeffekt sagen wir, es gibt nur zwei Professionals, zwei Entscheider, zwei, die die Kunst gut finden. Das ist der, der es kreiert und der, der es aufhängt. Ja, und wir sagen, wir haben schon mal die Qualität und die Kreativität damit gekoppelt, aber du findest bei uns sogar den Kunstgeschmack von den Künstlern. Also wenn du einen Künstler findest auf unserer Webseite, die du gut findest, dann findest du auch, dann hast du wahrscheinlich etwas gefunden, was deinen Geschmack anspricht. Du findest aber direkt über den, weil er anscheinend das gleiche Geschmack hat wie du, was natürlich echt eine sehr coole Verbindung ist, wenn du als Besucher weißt, ich habe den gleichen Geschmack wie ein Künstler. Ja, im Endeffekt ist es jetzt oft so wahrgenommen, also in meinem Erlebnis. Ja, aber da gehst du über Kunstgeschmack, gehst du weiter. Und genau, die Kunst, die dann ausgewählt wurde, auch jetzt mit der ersten Kurationsrunde, ich war total überrascht. Es haben sehr viele sehr unterschiedlich gewählt, ja. Haben auch sehr viele sehr unterschiedlich gewählt, wie ich es gemacht hätte bzw. gemacht habe. Ich bin ja auch einer der Künstler. Also ich denke, dass es deswegen auch echt passen würde, weil das zeigt halt, wir können die Kunstgeschmack zeigen, die kriegen wir rausgefiltert. Und wenn Kunden anfangen, das zu verstehen, wir haben jetzt bald 30 neue Künstler, das heißt, unsere Plattform wird auf einmal fünfmal so groß jetzt. Ja. Dann kann man auf einmal sehen, der ist mit denen verbunden, der ist mit denen verbunden. Wir haben zwei Kategorien. Wir haben einmal die kuratierenden Friends, das sind diese, die auch sofort in den nächsten Runden kuratieren dürfen. Und dann haben wir die Academy-Leute, das sind Künstler oder Freischaffende oder kreative Menschen an sich, die einem normalen Beruf nachgehen, aber ein Talent für was haben oder einfach eine Passion für Malerei, für Fotografie, für digitale Bearbeitung, wie auch immer, entwickelt haben und den Mut hatten, den Schritt zu machen, ich lasse mich von Künstlern bewerten, nicht einfach von einem Kurator in einer Galerie, und muss dann alles selber im Endeffekt in die Wege leiten, sondern bei uns ist es so, einfach zwei, drei Bilder zeigen, du wirst von Künstlern bewertet und mit ein bisschen Glück bist du dabei. Und wir haben natürlich eine gewisse Skalierung, ob du dann kuratierender Friend wirst oder Academy. Und die Leute, die in die Academy kommen, haben einfach die Möglichkeit, sich auszuprobieren, zu schauen, wie kommt meine Kunst am Markt überhaupt an. Was ist die Möglichkeit, die ich für die Zukunft vielleicht daraus sehe? Möchte ich mich noch mehr mit meinem Hobby, mit meiner Leidenschaft Kunst beschäftigen? Oder jetzt teilweise mache ich 50-50 oder bleibe ich bei meinem normalen Beruf? Je nachdem. Wir können da wirklich beratend zur Seite stehen. Wir können, weil wir in der Academy es so gemacht haben, man hat gleiche Produkte und hat auch gleiche Preise für alle Künstler in der Academy. So, dass wir im normalen Nachgang schauen können, nicht nur an den Verkaufszahlen, sondern auch über Analysen, über Klickanzahlen und sonstigem, wie kommt dieser Künstler an, welche Bilder sind die beliebtesten von ihm, wie kann man ihn beraten, wo er hingehen möchte, dass man sagt, der Stil von dir ist ausbaufähig oder geh da drauf, da sind die Kunden eher hinterher, wo man den Leuten einfach helfen kann, den Einstieg in die Kunstszene zu schaffen. Was auch für ein Gedanke für mich war, oft heißt es ja, wenn ein junger Mensch oder jemand sagt, ich werde Künstler, dass das Umfeld relativ, was halt negativ reagiert, aber doch schon eher, wo gesagt wird, naja, ob du damit Geld verdienst, sei mal dahingestellt. Bei uns können sie einfach den Weg gehen, ohne riesige Anstrengung, einfach das, was sie geschaffen haben, uns zu geben. Wir kümmern uns um alles, muss nichts bezahlen. Deine Arbeit ist der Wert, den du uns gibst, das tun wir absolut honorieren. Und das schickt auch, also das ist wirklich der Punkt, wo wir sagen, gib uns deine Kunst, wir testen für dich, wir beraten dich, wir gehen mit dir nach vorne und vielleicht kannst du dann in einem Jahr zu deinen Bekannten, Verwandten, Eltern gehen und zeigen, guck mal,
was passiert ist. Ich kann von Kunst leben und man kann in den Bereich reingehen. Also wir wollen da einfach auch die Möglichkeit sein, sich zu verwirklichen.